Ihr scheint. Solarius Varro. Da. Ausgezeichnete Arbeit, Winder. Ich habe gehört, mit welchem Geschick ihr Larius Varro ermordet habt. Da ihr der Großmeister und der Verstrecker des Erlasses seid, steht euch die volle Bezahlung zu. 4000 Draken. Ich erstatte den Bericht über die ehrenhafte Exekution von Larius Varro. Speichern! Wir sind jetzt fertig. Mit der Murakton. Ruf immer noch 120. Schade. So, Murakton fertig. Kriegergilde. Ich. Oh, wir sind gerade in Balmora. Ich würde wegen den Klingen schon auf. Das ist die falsche Tür. Cassius Curio wieder. Ne, nicht Cassius Curio. Cassius Curio war, glaube ich, kommt gerne wieder. Lalu-Anführer. Wie heißt der nochmal? Ihr wisst schon, unser Freund hier. Caius Cusades. Genau. Caius Cusades, das war's. Ob er wieder da ist, vielleicht? Nein. Er ist immer noch nicht wieder da. Aber es gab hier doch den neuen See, war doch einer, oder? Sprecht zu mir. Was benötigt ihr? Das hier. Er ist ja einer von den Klingen. Ja, vielleicht kann er uns irgendwie befördern. So. Und dann... Können wir mit ihm eigentlich über diesen einen Lalu reden? Gerade in Lalu. Ich habe gehört, dass ihr den richtigen Mörder gefunden habt. Hab vielen Dank, Weichhaut. Ausbilder der Klingen. Ja, ich biete Ausbildung an, aber nur für Klingen. Ja? Okay, also wir... Es ehrt mich. Bitte sprecht. Können wir jetzt bei den Klingen nicht mehr weitermachen? Wir sind Späher. Wir bräuchten den Rang Agent. Langmaff ist auf 100, das heißt, wir könnten uns einfach komplett durchbefördern. Ich sehe mal nach, ob das noch irgendwie möglich ist. Bei den Aschländern würde ich jetzt auch weitermachen wollen. Dann noch kaiserliche Legion mal. Ansonsten hätten wir jetzt alles, außer kaiserlicher Kult noch. Da brauchen wir Beschwörung, Mystik, Verzauberung, stumpfe Waffe. Verzauberung und stumpfe Waffe ist beides nicht auf 90. Wie die Herstellung ohne Rüstung. Wie die Herstellung vielleicht ist auf 80. Okay, also stumpfe Waffe ist da. Hatten wir die nicht auf 85? Komisch. Naja. Ach stimmt, ich habe da neu geladen. Na gut, also stumpfe Waffe ist vermutlich das, wo wir am nächsten an den 90 dran sind. Also müssen wir warten, bis wir da mal 90 haben, bis wir beim kaiserlichen Kult weitermachen können. Aber bei den Aschlern würde ich jetzt gerne noch nachsehen. Da gehen wir jetzt noch zum Ushilaku-Lager. Das würde ich gerne noch machen. Und wenn da auch nichts geht, beende ich die Aufnahme. Und wir machen dann ab morgen, beziehungsweise in der nächsten Aufnahme, je nachdem, ob ich jetzt dann in den nächsten paar Minuten noch schneide und die nächste Folge anfängt, würden wir dann mit der ersten Erweiterung weitermachen. Die zwar eigentlich schon die ganze Zeit installiert worden ist, und wir vielleicht auch schon ein bisschen angefangen haben, aber wir würden sie dann intentional, also wir würden sie mit voller Absicht anfangen. Ich weiß gar nicht, welches ist. Ich glaube, das Tribunal kam zuerst raus, dann würde ich mit dem Tribunal anfangen. Und das war, glaube ich, diese neue Insel, oder? Mit der dunklen Bruderschaft. Haben wir eigentlich welche Aufgaben haben wir jetzt noch? Also die gebackt ja, die nehmen wir uns noch auf. Erweiterung, Erweiterung, Erweiterung. Okay. Passt.
Portalbereich. Ich finde das unglaublich toll, wie weit wir jetzt schon sind. So, Propellonkammer an Platzfeld. Verandas. Das Marion. Valenvarion. So. Mir ist gerade noch eine Möglichkeit eingefallen, wie wir vielleicht noch mit den Klingeln weitermachen können. Bei dem Dimera Milo. Vielleicht, das war ja unsere Kontaktperson, als Chaos Cosades gegangen ist. Moment mal kurz. So, das war ja unsere Kontaktperson, als wir dann gegangen sind. Ja, als Chaos Cosades gegangen ist. Vielleicht kann sie uns weiter befördern. Und vielleicht kann sie auch die Quest irgendwie dann endlich mal beenden. Diese fehlerhafte Quest. Irgendwas hat uns gesehen. Okay, hinter dem Hügel da. Oh, das ist auch ganz einfach. Wir müssen nur kurz Rückkehr, Almsiv-Intervention, göttlicher Eingriff und dann mit dem Boot einmal fahren. Fertig. So, mit dir möchte ich jetzt reden. Sulmatul. Ob bei dir irgendwas möglich ist. Du uns irgendwie befördern kannst. Wir haben ja mit der weißen Frau hier haben wir schon mal geredet, als wir die Hauptquest fertig gemacht haben. Vor nicht allzu langer Zeit noch. Aber mit Sulmatul leider nicht. Okay, wir sind immer noch ein Freund. Ich weiß nicht, wie mein Bruder wird. Wir haben Schütze nämlich zum Beispiel auf 100, also müsste es eigentlich immer gehen. Auch mittlere Rüstung ist sehr hoch und Veränderung und Mystik auch. Leichte Rüstung und schwer nicht. Von dem her müssten wir eigentlich befördert werden können. Geschicklichkeit und Konstitution, die Voraussetzungen erfüllen wir auch. Ich schau mal nach. So, aber jetzt machen wir mal kurz Rückkehr. Sieben-Intervention. Göttlicher Eingriff. So, und dann jetzt kurz zur Azura-Küste nach Hula Maya heißt es, glaube ich. Was sagt ihr? Es ist so ähnlich wie Hula Marin, aber nicht ganz. Hula Maya war es, glaube ich. Das ist der zweite Name, den ich so im Kopf habe. Was sagt ihr? Ihr scheint mir gute Gesellschaft zu sein. Danke, Platte Arteria. Ich möchte gerne reisen zur Azurküste. 19 Draken, wow. Ich habe vergessen, vorher ein bisschen zu trainieren, aber egal. Athletik auf 100 Punkte! Ja, geil! Wir haben Athletik auf 100 Punkte! Haben mehr! Oh, da sind Ratten. Eine normale Ratte. Eine Pestkranke. So, wie wäre das nochmal? Abends und morgens und abends.
Es ist 11 Uhr. Okay, rast mir mal bis 18 Uhr, das wären 7 Stunden. Rast, perfekt. Es war übrigens Ulemeiern. Kibam Sadri. Reden wir einfach mal mit allen hier nochmal. Vielleicht hat sich Schrecki Riese aus der Seite in die Halle nochmal. Und dass sie aus dem Ministerium der Wahrheit gerettet hat. Okay. Gehen wir mal hier rein. Evisa Umalas. So, nein, du konntest mir nicht helfen. Aber ich hoffe, irgendjemand hier kann es. Wie ich sehe, gefällt euch dieses Land. Wir heißen euch herzlich willkommen. Keiner von ihnen kann irgendwie mal aktualisiert mein Tagebuch, wenn ich hier herumklicke. Das ist Nere Milo und das ist der. Okay, jetzt sind wir dann einmal runter. Reden wir erstmal mit dir. Oh, warum habt ihr die Nerevarine-Prophezeiungen noch nicht erfüllt? Stimmt etwas nicht? Erzkanoniker Tola Sarioni, der Hohepriester des Tempels, hat darum gebeten, dass ihr im Hohen Tempel in Vivek mit ihm sprecht. Bitte, wenn es ein Problem gibt, geht zu Sarioni. Vielleicht gibt es noch Hoffnung. Die haben sie doch schon erfüllt. Gilvas Barelo war sehr besorgt darüber, dass ich die Nerevarinischen Prophezeiungen nicht erfüllt habe. Er sagt, Erzkanoniker Tola Sarioni, der Hohepriester des Tempels, sei verzweifelt. Barelo bat mich, er hat mich gebeten, mit Sarioni im Hohen Tempel in Vivek zu reden. Okay, aber sonst auch nichts. Na gut, dann reden wir mal mit dir, Meramilo. Wir sind besorgt. Warum habt ihr die Nerevarine-Prophezeiungen noch nicht erfüllt? Habt ihr einen Fehler gemacht? Habt ihr eure Bestimmung vergessen? Wir haben gehört, dass Erzkanoniker Tola Sarioni, der hohe Priester des Tempels, verzweifelt ist. Darum bittet, dass ihr in den hohen Tempel nach Vivek kommt und mit ihm redet. Bitte, wenn es ein Problem gibt, dann geht zu Sarioni. Vielleicht gibt es noch Hoffnung. Mia Milo war besorgt darüber, dass ich die Nerevarinischen Prophezeiungen nicht erfüllt habe. Sie sagt, dass Erzkanoniker Tola Sarioni, der hohe Priester des Tempels, verzweifelt sei und mich bitte, in den hohen Tempel nach Vivek zu kommen und mit ihm zu reden. Sie bat mich inständig, Sarioni aufzusuchen. Das sind Bugs, dass das jetzt noch kommt. Ich weiß nicht, ich bin nicht sicher, was er wirklich denkt. Ich glaube, sie weiß nicht, was sie glauben soll. Na toll.
Okay. Auch sie kann uns bei den Klingen nicht Eure weiterhelfen. Eure Aufmerksamkeit ehrt mich. Dann? Also ich werde beim nächsten Mal nachsehen, ob bei den Klingen und den Aschländern noch irgendwas geht oder gegangen wäre und wir das einfach verpasst haben. Und ja. Ansonsten machen wir beim nächsten Mal mit der ersten Erweiterung weiter. Aber ich möchte zumindest ein bisschen vorbereiten schon mal. Einen sonnigen Tag dir, Freund. Ich würde jetzt gerne ein paar Sachen ein paar Sachen ablegen wollen. Zum Beispiel hier den da. Schöner Stab. Stab, der hat einen Sagen. Hier liegt der gleiche Stab. Gut. Und hier dann noch das Schwert einmal. Oh, Moment mal. Ah, das ist eine kleine Strebe, das ist eine große Strebe. Okay. Dann machen wir das anders. Wir legen es hier hin. So, dann haben wir das schon mal weg. Das passt. Kleidung. Die Ebenerzrüstung, die würde ich gerne da rein tun, wenn es möglich ist. Nein, ist es nicht. Der Gegenstand ist zu groß. Würde es da reingehen? Wir hatten da ja mal den Stab drin. Nein, ist zu groß. Okay, wisst ihr was? Wir beim Tribunal kriegen wir sowieso wieder jede Menge Bruderschaftssachen. Außerdem haben wir sowieso einiges doppelt. Links, rechts. Wir haben gar nichts doppelt hier. Mist. Aber wir haben hier indurinische Schulterplatten. Helme. Links, rechts. Haben wir irgendwas, was weg kann? Retorte des Großmeisters. Oder so. Oder vielleicht geht unten noch ein bisschen was weg. Nehmen wir die hier mal weg. Geht es dann? Nein. Nehmen wir die hier mal weg. Geht es dann? Nein. Schuhe. Gürtel. Jetzt geht es. Okay, das ist zu viel. Dann machen wir das wieder einzeln. Okay. Die kommen weg. Die werden verkauft bis zum nächsten Mal. Haben wir dann sonst noch was? Da jetzt nicht. Die Erlasse. Die kommen hier rein. Das ist ja unser Erlasskasten. Wiegen die eigentlich auf was? Ja, 0,2 Kilo. So, dann haben wir noch ein paar Schlüssel. Ich grüße dich. Willkommen. So, das hier sind 10. Das hier sind 10. Hier haben wir 1, 2, 3, 4. Oh mal, 1, 2, 3 eigentlich nur. Ich bräuchte noch 2. Hier, 2 Papierlaternen. Das passt. Der ist leer. Die sind jetzt alle voll. Bis auf der hier. Okay. Dann gehen wir kurz raus. Damit das Haus mal kurz speichern kann. Ich hoffe, das speichert nicht, dass es jetzt einfach geladen bleibt. Mögest du auf. Und dann nehmen wir jetzt hier das Haus mit. Wir können uns sogar noch bewegen. Und das kommt jetzt hin. Zieh mal Aschesalz, Bitterblue Black Diamond, 7 Korpustränen, 7 Dedra-Herzen, 1 Diamant, 2 Feuersalze, 2 Guarhäute, eine Kaguti-Haut, eine Korkwurzel, ein Crashfaser, 20 Läuferfedern, 5x Netzschleder, 1x Türkesalz, 8x Rattenfleisch, 4 Schallkarze, 1 Smaragd, 1 Vampirstaub und ein verpacktes Korpusfleisch groß. So, das war's. Super. Gut, das sind jetzt 6x3, sind 18 Kilo, die wir hier noch zu viel wiegen. Und ansonsten
Wieso wiegen wir so viel plötzlich? Ach, wir haben noch ein paar Tränke bekommen, genau. So, dann die Eisenpfeile. Wir hauen jetzt alles bis auf... alles bis auf 77 weg. Das wären dann 1636. Genau. Passt. Dann haben wir wieder 100 Pfeile. Dann speichern und wir sehen uns morgen wieder. Ciao, Leute!